Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Willkommen zurück hier in Irland bei unseren Ära-Dans. Wir versuchen gerade die Ungläubigen aus Wales fernzuhalten, weil das ist ja hier Wales, hat ja mit England nichts zu tun. Und, Moment, mein lieber König, ich bin euer demütiger Diener. Und wenn ich euch nicht immer so positiv gesehen haben mag, wie ich es hätte tun sollen, so bereue ich mein Verhalten zutiefst. Gute Neuigkeiten. Oh, mag unsere Ergebenheit. Meinung über mich ist arg niedrig. Warum mag die uns so schlecht? Ich bin ein Tyrann. Ja, weil ich einen Vasallen zurückgenommen habe. Okay, gute Neuigkeiten, das ist nett. Ja, Vasallenlimit ist nach wie vor ein Thema. Und wir haben hier... wir schlagen vor Salvador der Eiserne und Oina Wallace. Ja, von mir aus. Apropos, wir gucken mal wieder am Hof. Nicht nur Eradans, wir gucken mal nach allen Männern. Nicht verheiratet. Und der Rest ist egal. Und dann gucken wir mal, wenn wir da hier... Adam wird natürlich nicht, aber Baldwin könnten wir mal eine Gemahlin besorgen. Ja, irgendwas Jüngeres wäre nett. Oh, hier gibt es nur so alte Schabracken. Ja, wobei, das ist okay. So. Und dann haben wir nur noch einen Abt. Sehr gut! Lass uns die Ungläubigen... Ja, das finde ich krass, dass die immer noch da sind. Dass die immer noch hier rumrennen, finde ich echt derbst. Muss ja dann irgendwann auch mal vorbei sein. So, jetzt haben wir sie alle vernichtet. So, jetzt gehen wir erstmal schnell hier runter. Vater, Vater, ruft euch Torquil und zieht an eurem Arm mit der Bitte, mit ihm zu spielen. Völlig unwissend von all der wichtigen Arbeit, in der ich mich gerade befinde. Nicht jetzt. Oh, nervendes Balk. Wir verlieren 25 Pietät. Das ist ärgerlich. Der monophysitische Glaube triumphiert. Ja, was auch immer. Das Narrengezänk geht mich nichts an. Da hat er vollkommen recht. Gut, dann können wir nämlich hier unsere Truppen nach Hause schicken und den Rest kann die Hausmacht erledigen, denke ich. Hier die Belagerung werden wir mit denen durchziehen. Und wir haben eine rechtmäßige Einkehr. Du schon wieder? Ach, Leinster, Leinster, Leinster. Oh. Prinz, wer will hier Prinz Torquil töten? Hier war er gerade. Moment, das werden wir rausfinden. Was will denn Leinster machen? Anspruch auf Königreich Irland. So, da setze ich ihn wieder ein und jetzt kommt er weg. Das ist mir jetzt auch egal. Und wer will jetzt Torquil töten? Esselmeer. Du spinnst wohl. So, meine Gegenverschwörung funktioniert. Ein Bauernaufstand. Naja, das ist jetzt... Das sollte man ja mit der Hausmacht hier ganz entspannt hinkriegen. Wir marschieren mal nach Leinster und werden da mal loslegen. Plünderer sind in Tyrone aufgetaucht. Oh, naja, super, die sind direkt in meine Truppen reingelaufen. Das finde ich gut. Ja, Ränkeschmiederei war fehlgeleitet. Jetzt ist die Frage, perfekt. Was mache ich denn jetzt mit dir hier? Der hat Kildare, Ossory und Leinster. Kann ich dem Titel entziehen? Ja. Alle anderen werden sich dann auch... Ne, dann bleibst du einfach drin. Das kann ich jetzt nochmal einen Tyrannenbonus, kann ich jetzt nicht ertragen. Das muss ich auch mal so festhalten. Also lassen wir erstmal alle drin. So, hier haben wir Anführer dran. Wie ist denn bei euch? Warte mal, machen wir mal zusammen. Schauen wir mal. Ja, unser guter Malcolm hier, der ist da schon arg hinterher. Murdoch hat er. Nee, wir machen mal Patrick, Wellen und Murdoch. Okay. Moment, Banditen überfallen die Belagerungsarmee, das ist nicht schön. Kinder haben noch keinen Kindheitsfokus. Ja, den würfel ich jetzt aus, seit ich hier mir so einen 8er Würfel zugelegt habe. Moment, blub, und los geht das. Oh, eine 1. Ich fange immer hier oben an. Also das ist die Pflicht, bitteschön. Weil ich finde, so ein Kindheitsfokus, ja, das hat ja mit Ausbildung eigentlich noch nicht so richtig viel zu tun. Das mit der Ausbildung, das kann man dann durchaus ein bisschen nachsteuern, aber das Fokus ist so, und was hat mir die Natur zukommen lassen? Prinz Waldi von Irland hat mir Beweise zukommen lassen, dass Ab Murray von St. Marker. Unser Hofkaplan und der Hofarzt.
Ach, das, nee, das lassen wir jetzt einfach mal. Klar sind wir zornig, aber der ist einfach nicht wichtig genug. Oh, Moment. Ein Bote nähert sich mit einem Brief vom Vatikan, dem Stellvertreter Christi selbst. Er fordert uns auf, dass wir unsere Männer darauf vorbereiten, gegen die Heiden und Ungläubigen zu kämpfen, die Christenheit an verlorenen Orten wiederherstellen. Aha. Der Papst möchte unsere treuen christlichen Männer gegen Friesland in die Schlacht schicken. Die Region wird vom heidnischen König Rolf von Schweden gehalten. Das machen wir. 100 Pietät. Auf nach Friesland. Sehr gut, da sind wir dabei. Kein Begünstigter gewählt. Clara Prinzessin. Nee, ich würde ja gerne meinen Sohn nehmen, aber der ist hier gar nicht dabei, oder? Wo ist denn mein Sohn? Fingal. Dieter. Clara, Prinzessin von England. Sympathie für Juden. Lorena. Prinz. Nehmen wir mal den da. Okay, naja, gut. Friesland, ne, das ist doch ein gutes Ziel eigentlich. Sieg. Ich war nicht in der Lage, meine Aufregung zurückzuhalten. In der Aussicht, dass wir die Ungläubigen aus Friesland vertreiben werden und den Frieden in diesen Ländereien wiederherstellen. Ich habe mich als christlich Gläubiger normalerweise nicht so inspiriert gefunden, aber vielleicht ändere ich mich ja. Da Pacem Domine, oh, ein religiöser Eiferer. Oh. Oh, ein religiöser Eiferer. Und hier haben wir das dann schon mal erledigt. König Malcolm gewann. Okay. Das ist also jetzt ist natürlich Prinz Dieters Streitmacht. Der reitet unter meinem Banner, aber was hat er denn vor? Aha. Was für ein fröhliches Fest, umgeben von Freunden und Geliebten. Ich glaube, ich habe Durst, Page, mehr Wein. Ah, da ist das Zeug. Okay. Gift. Mein Körper wird allmählich völlig taub. Helft mir bitte, die gesegneten Jungfrauen. Ah! Gift. Wer hasst mich nur so? Und so geht König Malcolm dahin. Damit ist auch unser Bündnis gestorben. Die hat uns echt umgebracht. König Malcolm starb im Alter von 28 und hat seine Hülle aufgegeben. Er starb bei einem verdächtigen Unfall. Malcolm war hitzköpfig und versetzte andere mit Zornausbrüchen in Angst und Schrecken. Für diese abscheulichen Sünden wird er im Jenseits sicherlich büßen müssen. Na, so ein Spaß. König Thorgil, da er über keinerlei Fähigkeiten verfügt, um das Reich zusammenzuhalten, wird er womöglich an dieser Aufgabe scheitern. Lang lebe König Thorgil. Von Papst getauft, immerhin. Verlobt ist er auch. Er ist erst drei. Da müssen wir jetzt ganz schön lange hier wieder. Wir haben noch Prinz Adam als Bruder. Tja, das ist jetzt natürlich. Ihr habt einen neuen Erben. Ja, dann ist Adam. Und Prinz Fergus aus Böhmen ist unser Regent. Der ist, oh, wahnsinnig, hat die Syphilis. Eieieiei, ausschweifender Verschwender. Das Bündnis und der Nichtangriffspakt. Ja, das ist natürlich hinüber. Der Fingerknochen des Heiligen ist weggegangen. Oh. Der Fingerknochen. Das ist schade. Ansonsten haben wir alles geerbt. Ja, unser Palast ist auch noch da. Es ist halt die Frage, wie weit ist der denn eigentlich jetzt? Dauert noch. Das dauert noch. Okay. Regentschaft. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Oh, wir brauchen einen neuen Rat. Gibt es denn hier jemanden, der unbedingt bedacht werden sollte? Sieht nicht so aus. Jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt ist das Prestige wieder weg. Das Prestige. Dann nehmen wir hier Piotr. Marsha, jetzt ist das Prestige wieder komplett weg. Herzog von Munster. Ja, aber Mungo.
Ja, den Mungo nennen wir. Wir nennen noch einen Kämmerer. Ne, den Juden möchte ich jetzt nicht. Wir nehmen den Herzog von Munster. So. Staatskunst ist okay. Armee organisieren ist auch okay. Reich verwalten. Ja, machen wir so. Das machen wir alles so. Aber das ist natürlich jetzt im Hinblick auf, wir wollen ja irgendwann mal. Wo ist denn meine Hausmacht hin? Wo ist denn meine Armee hin? Ach so, die belagert hier. Ich bin blind. Entschuldigung. So, jetzt möchte ich natürlich versuchen, mit Mama wieder einen Nichtangriffspakt Bündnis schmieden. Ja, das möchte ich schon ganz gerne. Ich habe kürzlich eine Statue von König Malcolm geerbt. Es befindet sich in nicht gutem Zustand. Ich bezahle für die Reparatur. Ja, das machen wir. Ja, es ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich halt wirklich überhaupt nicht weiß, was hier machen soll. Ja, ein Bündnis mit Wales. Das möchte ich bitte. Da kann ich nämlich über mein zukünftiges Reich schon mal so ein bisschen. Oh, 6000 Leute. Und wir haben keinen Anführer. Marcus, Magnus und Findlay muss es dann werden. So, ja, weil wir den einen zum. So, wir haben Bedford befreit. Und da stehen schon wieder so viele Leute, ey. Tja, wir werden hier schon wieder arg geplündert. Ich muss mal schnell nochmal ein paar Truppen holen. Dort ist der Anführer dabei. Ach Mist, jetzt ist er direkt abgehauen. Marschieren wir mal nach Oxford. Eieiei. Aber so ist natürlich jetzt mit dem Prestige. Jetzt ein Kaiserreich, da müssen wir jetzt für eine Weile durchhalten. Ach so, wir brauchen noch einen Kronenfokus in Alster, bitte. Ja. Aber sicher. So, das ist ja immer nach wie vor die Hauptstadt, außerdem bauen wir da unseren Palast. Ja, jetzt haben wir halt hier, das ist der Mann ohne Eigenschaften. Oh, da. Was will er denn? Nona Mauru Katakalus. Und Mungo der Hübsche, unser Marschall. Ja, er möge eine Frau bekommen. Das ist sein gutes Recht. So, jetzt wollen wir mal schauen. 89%, na, das sieht doch gut aus. Ich denke, den Krieg sollten wir gewinnen. Mungo ist nicht mehr Marschall. Oh nein, was ist denn passiert? Oh. Mungo ist nicht mehr Marschall. Das ist nicht schön. Oh, jetzt sind meine ganzen Befehlshaber gehen jetzt hier. Dann nehmen wir Markas und müssen hier Wellen nehmen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Habe ich denn, ich muss mal bei meinen niederen Titeln nachschauen. Wie sieht es denn aus? Hofener Schwanenhüter ist frei. Da müssen wir mal hier die Herzogin. Wir müssen jetzt mal hier wieder ein paar Herzog von Großpolen oder gibt es einen anderen? Hier, Earl von Brandenburg. Seneschall wird. Nee, ein Earl nicht. Das machen wir Herzog von Großpolen. Das ist in Ordnung. Und wir brauchen noch einen Befehlshaber. Ja, hier. Von Schleswig. Haben wir hier noch was Besseres? Nee, haben wir nicht. Und dann kann nämlich hier der Schleswiger direkt mal mitgehen. Dann schauen wir mal. Und dann Angriff gegen die Heiden, meine Spießträger, voran! Sitten der Religion. Handelspraktiken. Machen wir das mal so. Fulham, jawohl. Oh, wir haben 100%. Ja, Königin Helen gewann. Sehr gut. Dann können wir unsere Truppen wieder nach Hause schicken.
Herzog Petreyek hat in Turkunel gute Arbeit geleistet. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Mein liebster Kämmerer. So, und jetzt werden wir mal schauen, wie wir jetzt hier rankommen. Haben die mich echt vergiftet? Das ist echt nicht euer Ernst. So. In Tyrone. Tja, Freunde, dann machen wir das mal direkt so. Jetzt schauen wir mal hier. Gefangene. Den Herzog von Leinster, den lasse ich nicht mehr raus. Aber die anderen kann ich eigentlich. Ach ne, die kann ich gar nicht, weil dafür bezahlt keiner was. Sonst hätte ich gesagt, nehmen wir ein bisschen Geld mit, aber. Oh, die Monatsbilanz steigt. Wir fordern, dass ihr eurer Pflicht nachkommt. Bitte folgt diesem Ruf zum Werfen gegen Prinz Dieter von England. Okay. Burg Beit Dejan. Die Tempelritter haben in Grafschaft Jaffa ein neues Besitztum etabliert. Die Siedlungserlaubnis wurde ihnen von edlen Grafen Gillen von Jaffa gewährt. Ihre mächtige Burg wird fortan unter dem Namen Beit Dejan bekannt sein. Okay. Oh, Dieter, mein Freund. Da müssen wir erstmal hier oben die Schotten mobilisieren. Oh, in Schottland sieht aber. Was ist denn hier schiefgegangen im Moment? Das ist also, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ist denn hier mit der Hausmacht los? Das ist natürlich. Also, Dietmar hat hier ganz schön direkt in die Plünderer eingelaufen. Das ist super klasse. So. Jetzt machen wir mal kurz nach Europa, da können wir die Truppen wieder nach Hause schicken. Ich komme überhaupt nicht dazu, mich mal hier um Werben zu kümmern. Habe ich denn eigentlich noch den Anspruch auf Werben? Ne, der ist natürlich auch weg. Super klasse. Ah, so wird das nie was mit dem Herzogtum. Nee, ihr müsst alle mal euch hier in Essel versammeln. Und dann schauen wir mal. Wenn wir mal hier gegen Dinmar vorgehen. Ja, jetzt habe ich natürlich da oben gerade Truppen ausgehoben, die jetzt den Hintern aufgerissen bekommen haben. Oh, während ihr in eurer Krippe liegt und an die Decke starrt und über eure zukünftigen Heldentaten nachdenkt, betritt plötzlich ein Erwachsener den Raum. Ihr erkennt in ihr eines der Dienstmädchen, aber dieses Mal sind ihre Augen kühl und distanziert. Nein! Als das Dienstmädchen näher kommt, atmet ihr tief ein und erzeugt ein durchdringendes Heulen, das durch die nebenstehenden Flure hallt. Das erschrockene Dienstmädchen lässt das Kissen fallen und rennt weg, bevor jemand kommt, um nachzusehen. Prinz Fergus hat sie dazu gebracht. Boah, das ist unser Regent. Wir können gar nicht so richtig was machen. Alter, warum wollen die mich jetzt alle umbringen? Hier, das ist eine. Dieter möchte auch König Thorkil töten. Oh, hier guckst du dir an. Alter, jetzt wollen die mich hier alle tot sehen. Scheibenkleister. Ja. Die Herzogin können wir ein. Nee, aber das mache ich jetzt nicht, weil der Rat ist eh dagegen und ich selber darf das nicht entscheiden. Ja. Ihr
Ihr seid ja wohl völlig vom Fisch bespuckt, seid ihr ja. Nicht zurückziehen, aha. Ich kann sie leider auch nicht aufhalten. So. Murdoch. Nee, habe ich hier noch einen besseren? Michael. So, meine Freunde. Schauen wir mal. Aber es wäre schön, wenn mal ein paar Waliser hier auch auftauchen würden. Mal schauen, das wird nämlich eine relativ knappe Veranstaltung. Aber wenn wir jetzt die da gefangen nehmen könnten, wäre natürlich großartig. Dort oben steht sie! Guck mal hier! Da steht sie von Wales. Na klar. Na komm, jetzt müssen wir die doch mal gefangen nehmen hier. Ab mit seinem Kopf. Ein Heiliger ist verstorben. Walter Borswick lebt ein frommes Leben. Von Kalisch, sehr schön. Ich bin stolz auf dich, mein Walterchen. Dort gehen wir rein. Komm, los! Ja, Herzogin Köln hat einen neuen Erben. Ihr seid ja wohl völlig mit Schucke hier. Aber es liegt halt voll in meinem Interesse, hier für mein eigenes Reich zu kämpfen. Ich möchte ja schon gerne Wales erben irgendwann. Also müssen wir hier ran. Kreuzzug um Friesland. Während ihr in eurer Krippe liegt. Ach nein! Es geht schon wieder los. Ohrenbetäubendes Heulen. Warum würde sie mir schaden? Wir treten natürlich bei. Und jetzt ist die Frage: Ich habe doch einen Bruder. Aber den kann ich nicht begünstigen, oder? Kann ich einen Bruder? Nee, Prinz Dieter garantiert, nee. Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Das ist ihr neuer Mann? Nee, der garantiert nicht. Prinzessin Ifrig würde ich ja gerne nehmen oder sowas. Ja, dann nehmen wir halt hier irgend so jemanden. So, jetzt ist Kreuzzug. Jetzt hoffe ich, dass wir die da kriegen. Aber ja, und ich hoffe, dass ich irgendwie überlebe. Das ist ja echt nicht euer Ernst. Das ist ja schon ziemlich krass. Ich bin am Überlegen. Ja, wir verstecken uns jetzt. Das ist mir zu gefährlich. Hier, Wilhelmina will auch mitmachen, na klar. Es ist Schluss hier. Was hat denn Wilhelmina vor? Also das ist schon echt krass hier, was hier läuft. Aber gut, es wäre ja sonst auch langweilig. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zugucken und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.